Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Wir gehen jetzt mit Joel spazieren. Die Stimmung zwischen Joel und Ellie ist getrübt. Okay, gehen wir. Wahrscheinlich wegen dem Vorfall im Krankenhaus. Aber da werden wir bestimmt bald mehr darüber erfahren. Haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja. Und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Zum Musikladen geht's da hoch. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, klingt ich gut. Ich bin dir weit voraus, Joel. Ich schätze mal, hier in der Rückblende macht Umsehen wenig Sinn. Hier wird es kein Loot geben, meine ich so in dem Sinne. Insofern. Hilfe? Hab schon. Ich und Hilfe brauchen. Ich helfe dir gleich, alter Mann. Boomer, ey. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Na gut, dann doch umsehen, mehr oder weniger. Vielleicht wird das ein längeres Kapitel, wenn wir hier durchs Hotel gehen, wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich. Schnippidibu. Oh, verschlossen. Ach, verdammt. Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Nope. Kann ich's. Keine Chance. Ja, jetzt könnte es gehen. Oh, unheimlich. Ich bin durch. Moment. Okay. Okay, looten. Warte mal, haben wir unsere ganzen Rezepte? Nee, nur Heilpäckchen und Molly Popoli. Molly Pocket, der kleine Molotov-Cocktail für die Kleinen. Molly Pocket. ich suche. I'm hilarious. Ich stelle mir das gerade echt vor. In so einer Welt, in der Gewalt und Tod quasi so alltäglich und normal ist, gibt es dann für die Kleinen Molly Pocket. Ein kleiner Molotov-Cocktail für die Kinder. Der kommt dann, der ist dann, kann man extra Sticker dafür kaufen, extra brennbare Sticker. Kann man den schön dekorieren und dann anzünden mit einem kindersicheren Feuerzeug. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll, aber ja. Und dann, hui, Molly Pocket. Hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Zimmer 101. Wie die Walters Fallout 4. Zufall? Höchstwahrscheinlich. Ellie, hier. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Ja, eben. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen?
Okay, gut. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Warst du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Ich meine, im Endeffekt wachsen die ja nicht irgendwie, die Pilzkerle. Also, solange niemals irgendjemand hier reingeht, verhungern die halt einfach irgendwann mal. Und insofern muss das ja auch nicht sein, dass man unbedingt alles ausräumt. Bringt man sich ja nur selbst in Gefahr damit, aber ja, okay. Meine ja nur. Molly Pocket, Held der Erde. Munition. Oh, Nahkampfwaffe. Yeah. Oh, Zettel. Copper Peak Inn. Ich verstehe, so heißt das Hotel. Ruby. Tut mir leid. Ruby. Der Name kommt mir bekannt vor. Hatten wir da schon mal was gelesen? Na, wahrscheinlich nicht. Ruby, tut mir leid, falls unsere Patrouille euch gestern etwas erschlagen hat. Wortwörtlich erschlagen, die sind tot. Wir treffen nicht oft auf neue Leute. Ich kann verstehen, warum ihr nicht begeistert wart, uns nach Jackson zu folgen. Aber hier ist es echt schön. Wir haben Strom, die Ernte ist üppig. Das könnte etwas Besonderes für dich und deine Familie sein. Meine Jungs sind nicht wiederzuerkennen. Bevor wir nach Jackson kamen, ging es nur darum, um am Leben zu bleiben. Mir hat nichts gefallen. Mir hat nicht gefallen, wie sie sich entwickelt haben. Sie benahmen sich schon fast wie die Leute, vor denen wir geflohen sind. Jetzt klettern sie auf Dächer, um Löcher zu flicken und heben Gräben aus. Harte Arbeit, aber jeden Abend kommen sie mit einem guten Gefühl nach Hause, hier etwas aufzubauen. Sie sind Teil einer Gemeinschaft. Sie tragen Verantwortung. Du hast doch früher unterrichtet. Du könntest hier vor einer Klasse mit lauter wissbegierigen Kindern stehen. Das ist kein Hirngespinst. Bitte überlege es dir, ob du nicht einfach mal vorbeikommen willst. Ich könnte dir alles zeigen. Tara. Und haben dich dann gemacht? Wurde wohl vor einer Weile erschossen. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst werden, sind. Ja. Sie ist zu alt. Sie ist bestimmt nur herumgeirrt. Spooky. Ich habe gerade was gehört. Ich hoffe, das war Joel. Ich schlage jetzt mal die Scheiben in den Duschen ein, aber eigentlich nur, um zu sehen, ob ich schon irgendwo war oder noch nicht, quasi, wenn ihr versteht, was ich meine. Warum? Es war gerade ein langer Gedankengang in meinem Kopf, als ich mit Ellie aufs Bett gesprungen bin, habe ich mir so gedacht, ne, es gibt so Sachen, ne, die kann man nie im Leben wirklich machen. Als Kind möchte man auf dem Bett springen und darf es nicht und als Erwachsener könnte man es, aber irgendwie will man nicht mehr, oder? Also ich habe kein großes Interesse mehr auf dem Bett rumzuspringen. Aber dann habe ich mir gedacht,
Warum durfte ich als Kind eigentlich nicht auf dem Bett springen? Was spricht denn dagegen? Ich meine, so ein Kindergewicht, da geht kein Bett zu Bruch deswegen. Und ich, also, ich glaube, meine Eltern waren einfach nur von Grund auf böse und wollten verhindern, dass ich Spaß habe. Teuflisch. Nein, Kind, wir wollen nicht, dass du Freude empfindest. Haben sie gesagt. Ich erinnere mich, genau so war es, glaube ich. Schon langsam kommen die Erinnerungen zurück. Wir wollen, dass du ein Leben voller Trauer führst. Wir haben auch so geredet, aus irgendeinem Grund. Moment, bin ich wieder zurück zum Anfang gegangen? Ja, okay. Du musst hart werden. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Ich mache hier Spaß. Aber ich weiß nicht, wer es war. Ich habe es auf Twitter irgendwie nur gesehen, in einem kurzen Videoclip. Irgendein konservativer Amerikaner hat wahrscheinlich eines der dümmsten Sachen gesagt, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Und ich habe viel Dummes in den letzten Wochen gehört. Dass die Kinder in den USA jetzt auch zu Corona-Zeiten unbedingt in die Schule gehen sollen, damit sie lernen, dass das Leben hart und voller Gefahren ist und damit sie abgehärtet werden für das echte Leben und lernen, dass Leben gefährlich ist. Ja. Ich meine, ich kann das schon verstehen, dass das so ein Republikaner sagt, weil wer außer emotional gestörte Menschen, außer schwer emotional gestörte Kinder, soll denn später mal zu Wählern für die Republikaner werden? Insofern macht das durchaus Sinn, ne? Aber meine Güte. Es tut mir fast ein bisschen leid für den Menschen, was in seinem Leben wohl passiert ist und schiefgelaufen ist, dass er so ein Weltbild hat. Aber noch schlimmer ist es wahrscheinlich für seine... Ich hoffe echt, der hat keine Kinder, ey. Um Himmels Willen. Der züchtet wirklich die nächste Generation von Psychopathen heran. Es ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm, solche Leute. Wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Hier lang. Oh oh, ich höre was. Ellie, komm. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. Warum denn? Wer denn wo denn? Oh! Wie kommt denn der überhaupt hier rein? Das gibt's ja gar nicht. Joel, ich dachte, du bist hinter mir und passt auf. Okay, ich glaube, wir sind hier voll in ein Vipernest gestochen, haben wir. Was? Hier drüben! Du musst nicht so schreien, ich bin direkt neben dir. Ach du Scheiße! Double Kill! Ah, gleich zwei Klicker direkt vor mir. Das ist nicht gut. Ich dachte, ich bin hier ein bisschen sicher vielleicht. Nix da. So. Ja. Was haben Sie jetzt davon? Hab einen. Da kommen noch mehr. Hier im Eck stehen ist, glaube ich, gar keine so schlechte Taktik. Ups, ich wollte eigentlich schauen, ob es hier was zu looten gibt.
Und? War's das? Ich glaube, das war's. Puh. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Nett. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Darf ich mich hier noch kurz umsehen, Joel, wenn wir schon jetzt Zeit haben? Zum Beispiel ist da ein Lappen. Ich glaube, ich brauche aber gar keinen Lappen. Wenn, dann brauche ich Alkohol, ne? Ja, genau. Mir fehlt dann Alkohol. Lappen habe ich. Baseballschläger mit 4. Meine Stange hat auch 4. Ne, dann ist es egal. Eule. Hey, es ist wirklich, ich denke mir das so oft, wie viel Assets, wie viel Teile die gebaut haben in diesem Spiel, nur damit die irgendwo als Dekoration rumstehen, ist total, das ist einfach verrückt. Das ist so verrückt. Das ist einfach verrückt. Vielleicht sind es zum Teil auch eingekaufte Assets einfach, weiß man nicht. Aber es ist einfach irre. Dieser Detailgrad ist irre. Den sieht man wirklich nur bei sehr wenig Entwicklern. Super, super crazy. Super crazy einfach. Einfach nur super crazy. Höchsten Respekt dafür. Für die Arbeit, die da reingeflossen ist. Ich glaube schon, dass die am Schluss gecrunched haben ohne Ende. Wenn die hier unglaublich viel... Hier, warum haben die... Die haben Ski modelliert. Die haben Ski modelliert und Skischuhe. Naja, das sind irgendwie komische Schuhe. Aber die haben Ski modelliert, nur damit die hier in diesem Hotel an die Wand hängen können. Und wahrscheinlich sind nirgends anders im ganzen Spiel diese Ski oder dieser Steinbock. Und sowas ist crazy, weil das dauert Stunden, dass man so Ski erstellt. Weil da wahrscheinlich, also in der Regel ist es quasi so, dass man erst ein, wenn man das, ein super detailliertes, hochauflösendes Modell erstellt, auf das man dann eine Textur klatscht und das mal beleuchten lässt und damit das super aussieht, und dann nimmt man quasi die Texturen von diesem hochauflösenden Ding und klatscht es auf ein bisschen nicht ganz so. Oder nicht hochauflösend ist das falsche Wort, aber auf nicht ganz so polygonlastige Objekte, damit die quasi trotzdem den Detailgrad von den super polygonlastigen Objekten hat, aber eben künstlich Textur auf die nicht so polygonlastigen Dinger. Auf jeden Fall ist das sau viel Arbeit, so kleine einzelne Dinger zu erstellen. Das ist nichts, was man mal schnell so nebenbei macht. Das braucht wahnsinnig viel Arbeit. Und die haben hier so viel kleine Details gemacht, dass das einfach nur verrückt ist. So, toll, weiter geht's. Allein diese... Jetzt könnte das hier was sein. Ich folge dir. Allein diese ganzen Dekorationen da drin waren bestimmt hunderte von Arbeitsstunden. Die reden nicht, gleich passiert was. Gleich kommen wir durch die Wand geplatzt. Die reden nicht. Ich weiß das ganz sicher. Hier wäre ein Dialog. Hier wäre ein Dialog, wenn nicht gleich was passieren würde. Die wollen mich erschrecken, nämlich. Oh, Buba! Ein Floater, meine ich. Wow. Auch noch normale. Na super. Nein, das ist nicht gut. Oh, jetzt bin ich tot. Oh, shit. Haha, shit. One-Hit-Kill. Oh nein, da kommen auch noch normale Runner. Ah, das ist ja nett. Oh oh.
sehen wir ihn wenigstens. Habe ich gerade... Ich glaube, ich habe gerade wirklich die Sporen in seine Hand zerschossen, oder? Das ist ja cool. Oh shit, der hat irgendwie auf mich abgesehen. Joel, bist du noch da? Ja, er ist noch da. Okay, Joel, ich habe nichts mehr. Jetzt bist du dran. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Oh shit, ey. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Der lässt mich nicht mehr in Ruhe jetzt. Ich hab nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab einfach nichts mehr. Also Joel, wenn du... Oh Gott. Das muss wahrscheinlich passieren. Der muss mich wahrscheinlich greifen ab einem gewissen Schadenswert. Ich verstehe. Na, das hätte lang dauern können jetzt. Zum Glück hat mich der Runner erwischt. Das war zu knapp. Ja. Aber wir haben es geschafft. Haben wir. Alles klar? Außer, dass ich echt alt bin. Nichts, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen kann. Ich will hier raus. Aber wie? Aber wie nur? Naja, Leute, das ist ein guter Punkt, dass wir für heute mal Schluss machen. Und morgen geht's dann genau hier weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.